Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von einfach machen. Das ist für mich so eine Lebensphilosophie, weil die meisten großen Projekte und die meisten Träume, die viele bleiben einfach auf der Strecke, weil es immer einfacher ist, es nicht zu tun. Dann kommt aber irgendwas dazwischen und der beste Zeitpunkt für einen Traum, für was auch immer im Leben, der ist jetzt. Der ist nicht in 5 Jahren, der ist jetzt. Und daher einfach machen. Und wenn man das mit Leidenschaft verfolgt, seine Ziele, dann lernt man entlang der Reise so viele Dinge und lernt auch, wie es geht. Also zum einen einfach machen, ganz, ganz wichtig. Das Schwierigste ist, an die Startlinie zu kommen. Und dann ja dieser bedingungslose Optimismus, der einfach dazugehört. Also wer große Träume hat, der braucht Optimismus. Ich glaube daran felsenfest, dass es geht. Wenn ich jetzt eine Langdistanz mache und meine Beine sind schwer, mir geht es nicht gut, naja, morgen geht es besser. Und daran glaube ich fest und da habe ich auch eine Sprache und eine Ausdrucksweise, die es ausdruckt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann noch ein Punkt, sich Gewohnheiten schaffen, also sich Regeln setzen. Ich sage immer, do shit first, also sich Regeln setzen und diese auch nicht brechen. Und wenn man das oft genug macht, dann wird es eine Gewohnheit und dann fällt es auch nicht mehr schwer. Dann hinterfragt man es nicht, sondern man macht es einfach. Das ist eine unglaublich tolle, inspirierende Veranstaltung. Wir haben tolle Aussteller, wir haben 1000 Leute hier im Saal, ein junges Publikum mit Begeisterung für Sport und das hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil einfach so diese Atmosphäre auch für mich als Speaker ist ansteckend und da habe ich dann auch einfach nur Bock. Einfach machen, einfach machen.